willkommen zu den Local Events bei OKTV Mainz. Wir haben heute für den Februar wieder viele interessante Veranstaltungen für Sie. Jetzt geht's los. Soul Pop and Jazz gibt es am 14. Februar von der Band To Enjoy in der Mayence Akustik. Hier haben wir einen Gitarristen, der sich nicht nur auf normale Akkorde spezialisiert hat, sondern auch auf Bassklänge und einigen perkussiven Elementen. Wir haben hier eine philippinische Sängerin, die eine Soul- und Jazzstimme hat. Wer also auf diese Art von Musik steht, der sollte dies auf keinen Fall verpassen. Eintritt ist kostenlos. Zudem findet in der Mayence Akustik jeden dritten Donnerstag eine kleine Unplugged-Session statt. Das Ganze nennt sich In a Small Room und wendet sich an Musiker, die eben mal 3 Songs unplugged performen können. Am besten, man meldet sich schon vorzeitig bei dem Veranstalter an, dass man dort auch spielen kann. Um 20.30 Uhr geht das Ganze los am 21. Februar und wie gesagt, jeden dritten Donnerstag vorbeischauen. Bis dahin. Lyrisch-poetische und kreative Texte gibt es am 21. Februar im Kulturzentrum hier in Mainz. Hier findet wieder der Poetry Slam statt. Einlass ist 20 Uhr, Eintritt 5 Euro, lohnt sich. Immer mehr Menschen nutzen die Bürgermedien. Deswegen wird der 9. März für viele interessant sein. Da findet nämlich in Idar-Oberstein der OKTV-Tag statt. Unter anderem findet hier die Verleihung des Bürgermedienpreises Rheinland-Pfalz statt. Andererseits hat man auch verschiedene Workshops, die sich rund um die Themen Filmtechnik, Kameratechnik, Studiotechnik widmen. Unter anderem werden auch das Web 2.0 angesprochen und die Mediatheken, die einen immer höheren Stellenwert haben. Das war's auch schon wieder von den Local Events. Falls Sie selbst Veranstaltungstipps für uns haben, schicken Sie uns diese. Unter dieser Adresse sind wir erreichbar. Bis zum nächsten Mal. Wir melden uns wieder im März. Bis dahin. Tschüss.